Viertel nach sechs. Kaffee ist gerade durch. Boah, war das eine schlechte Nacht. Übel. 1 Uhr genau. War hier unten auf der Straße die Feuerwehr plötzlich mit Polizei. Also die haben jetzt keinen Tatütata oder Lärm gemacht, aber die haben ganz schön rumgequatscht und so ein Feuerwehrtruck, der macht ja auch nicht Lärm, aber Geräusche. So, ja. Horizont bewölkt. Ansonsten Wetter okay. So, ja, dann bin ich nochmal aufgewacht um 3 und bla bla. So, jetzt hätte ich schön weiterschlafen können. Wir haben jetzt 6 Uhr und jetzt bin ich so müde. Naja, ich fliege 3 Mal. Und dann muss ich ein bisschen Zeit vergeuden. Und dann geht's mal in die Wohnung eventuell. Ein paar Sachen abgreifen, die ich dann sauber machen muss. Ja, und das ist außerdem mein letzter Arbeitstag. Arbeitstag. Das ist schon wieder von der Viertageswoche. Das heißt, habe ich 3 Tage frei. Muss mal gucken. Mal wieder surfen gehen. Hab ich Bock. Angeln. Hiken. Oder irgendwas. Boah, es geht jetzt mal Kaffee-Wetter-Check. Ich hoffe, ich werde wach. Ich bin erstmal der Einzige bis 11 Uhr. Ich fliege um 9 und um 10 und um 11 Uhr kommt dann der Markus. Gestern Abend, also ich ziehen hier dauernd so komische Wolken rein. Und gestern waren plötzlich die Wasserfälle blockiert mit Wolken. Ich habe versucht reinzufliegen, aber direkt gesehen, schaffe ich nicht. Musste direkt wieder umdrehen. Und dann den Passagieren erklären, warum ich denn da reingeflogen bin. Naja, egal. Auf geht's. Okay, das kann echt nicht wahr sein. Es ist erst 10 nach 7. Gestern bin ich losgefahren um kurz nach halb. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht bis zur Arbeit. Es sieht so aus, als würde ich jetzt 55 Minuten brauchen und erst um kurz nach 8 da sein. Boah, absolute Megakatastrophe. Also jetzt nicht Megakatastrophe, ich schaffe es immer noch wahrscheinlich den Helikopter fertig zu machen und so weiter. Aber das wird der absolute Megastau, da komme ich schon total gestresst an. Und natürlich später als gewünscht, ungefähr eine Viertelstunde. Boah, nervt das, ey. Das kann, boah. Wetter aber schön. Keine großen Probleme heute, eventuell ein paar Wolken auf der Ostseite, aber ansonsten nicht super windig und nicht super regnerisch. Sieht man eventuell am Horizont, dass das ja eigentlich ganz gut aussieht. So, die Ankunftszeit verzögert sich bereits, jetzt komme ich mittlerweile 10 nach 8 an, jetzt wird es wirklich knapp. Und ich stehe hier einfach. Und zwar so früh wie noch nie. Das wird die längste Fahrt zur Arbeit, die ich je hatte. Absolute Megakatastrophe. Ich kann morgens nicht mehr arbeiten. Und ich muss extrem früh los. Ey, extrem nervig. Durch für heute. Und der Chris, ey, der geht mir langsam ein bisschen auf den Sack, ne? Er sagte um 3 Uhr der Feierabend, hat mir einen Stundenplan gezeigt und meinte, nee, hat er jetzt doch um 5 und dann muss er Hausaufgaben machen, Wohnung wird nichts. Ich dachte, ja, toll, Mann. Dann halt nicht. Dann fahre ich jetzt nach Hause. 3 Mal bin ich geflogen. Einmal haben sie mich warten lassen, dabei Fort Island, ey. Deswegen ist eine Stunde draus geworden. Obwohl wir eigentlich nur zwischen 0,8 und 0,9 fliegen sollen. Naja. Auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause. Wieder nicht in die Wohnung. Vielleicht gehe ich noch angeln an dieser einen Stelle. Aber wenn ich mir jetzt so viel Zeit lasse, dann stehe ich wieder im Stau. Und habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Na, so. Auf jeden Fall bin ich 3 Mal geflogen, ein Trinkgeld, $20. Das war die schlechteste Woche ever. Obwohl, ich glaube, da habe ich schon mal überhaupt gar nichts bekommen. Aber viele Komplimente, wie Gold es war. Oh Mann, ey. So, jetzt habe ich 3 Tage frei, weiß nicht, was ich machen soll. In Honolulu. 33 Grad und Sonne satt. Hier Makakilo 28 Grad und Regen.
Bloß dann nur ein kurzer Schauer, aber hier ist echt gut bewölkt. Chris meinte, er würde jetzt jeden Abend bis 1 Uhr nachts irgendwie noch arbeiten müssen für die Uni. Und dann jeden Morgen früh raus. Ja, so ist das. Hier wird einem der Doktor nicht hinterhergeschmissen. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass man einfach irgendwas abschreiben muss und rucki-zucki bumm, Doktor. Ja, nichtsdestotrotz. Wäre ich ja gern, wenn ich auch in die Wohnung gegangen hätte, irgendwas abgegriffen, aber im Endeffekt ist es auch egal. Dieses Baby schreit schon wieder seit über einer halben Stunde ununterbrochen. So, ich bin wie gelaufen. Wetter immer noch bedeckt. Regenschauer sind angesagt. Das heißt, ich muss heute, glaube ich, den Rasen mal nicht sprengen. Sieht immer noch furchtbar aus. Besonders diese komische Stelle da, wo ich immer noch nicht weiß, wo es herkommt. Ich muss den Chris mal fragen, ob der da irgendwie Essig vergossen hat oder was das ist. Oder halt ein Flüssig. Schiss. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall wächst da immer noch nichts. Nach. Überall sonst wird es ja wieder grün. Hier war es ja schön gelb. Da hinten war es komplett gelb. Ey. Eine weitere Stunde später sind wir noch am Plan. Ey. Kann doch nicht wahr sein, Mann. So, mittlerweile dunkel. Für 10 Minuten war mal Ruhe. Jetzt wieder Terror. Oben quatscht einer auf dem Balkon und das Baby am Schreien wie am Spießen. Wahnsinn. Also, Sonnenuntergang habe ich gecheckt. Da wurde halt nichts. Von daher habe ich nichts verpasst. Oh, so, duschen war ich. Oh, endlich. Jetzt haben wir schon 8:30 oder so. Hier drin immer noch 25,5 Grad, aber es ist auf jeden Fall schon mal angenehm kühler, auch wenn es jetzt nur 2-3 Grad runtergegangen ist. Das macht was aus. So, jetzt gucke ich mir noch einen Film an. Schon gucken, was ich morgen mache. Ich habe schon wieder Bock, mal angeln zu gehen. Und die ganzen Angelstellen, an die ich so die letzte Zeit war, die hier in der Nähe sind, bringen irgendwie nichts. Oh, Rasen gesprengt und Hanteln habe ich mal heute nicht gemacht. Da mache ich mal einen Tag Pause, aber dann ab morgen wieder. Zahnarzt, vorher habe ich überlegt. Muss ich unbedingt hin. Aber ich ja nicht so wirklich Bock. Einkaufen muss ich. Wäsche waschen natürlich. Aber ansonsten ist da jetzt nichts wirklich, was ich machen muss. Kommt auch aufs Wetter morgen mal an. Wenn es ein bisschen wolkig ist, gehe ich auf jeden Fall ans Meer. Wenn die Sonne voll knallt, muss ich mal sehen.